Ja, schönen guten Tag, liebe Zwergenfestler und liebe Ortsunkundige. Hier ist wieder Markus aus der Zwergenfestung und heute habe ich mal ein neues Format für euch. Heute geht es mal um ein Let's Play, denn ich habe aus verschiedenen Richtungen einfach den Vorschlag bekommen, ich soll sowas nochmal machen. Ich bin tatsächlich kein großer Streamer oder Unterhaltungskünstler irgendeiner Art. Ich hoffe, dass euch das Format gefallen wird. Ich weiß noch nicht mal, ob es mir selbst gefällt. Selbst schaue ich eigentlich gar keine Let's Plays oder wenn, dann schaue ich nur mal kurz rein, aber keine kompletten Folgen. Aber es mag tatsächlich einige von euch geben, die das tatsächlich ganz gut finden. Und ich würde mich jetzt heute einfach mal zu so etwas hinreißen lassen. Ich nenne es erstmal ein Experiment. Und ihr müsst mir hinterher auf jeden Fall eine Rückmeldung geben, ob das so okay für euch war, ob ich etwas ändern soll, ob ich es vielleicht ganz sein lassen soll. Wir werden das einfach mal sehen und wir tasten uns da heute jetzt einfach mal so ganz langsam ran, würde ich sagen. Alles klar, legen wir jetzt mal einfach los. Fangen wir schon mal mit einer neuen Welt an. Ich hoffe, ich quatsche euch hinterher nicht entweder zu viel oder zu wenig. Keine Ahnung, das muss ich hinterher selbst erstmal rekapitulieren. Wie gesagt, wir schauen mal, wie das Experiment heute so läuft. Und vor allem, wie lange. Alles klar, ich würde erstmal, damit das jetzt von der Generierung her ein bisschen schneller geht, vielleicht erstmal mit einer kleinen Welt starten wollen. Von der History würde ich auch sagen, Medium, Number of Civilizations, das ist alles okay. Number of Sites. Ja, wir wollen uns nicht rausbeschweren. Beasts machen wir erstmal niedrig. Natural Savagery lassen wir auch auf normal. Mineral Occurrence, da stelle ich ja eigentlich immer ganz gerne etwas höher, dass man es jetzt nicht zu schwierig hat. Und dann wollen wir doch mal was generieren lassen. So. Ja, kann sein, dass ich das jetzt gleich noch mal ein kleines bisschen vorspulen werde für euch, damit ihr jetzt nicht zig Minuten lang dann hier dran sitzen müsst und mit mir warten müsst, bis diese Welt generiert ist. Das werde ich dann mal im Nachgang entscheiden. Wollen wir denn jetzt mal hin? Ich würde sagen, dass ich mir hier erstmal etwas rausfiltere. So, eine. Ich nehme mal eine 5x5 Karte. Savagery hätte ich gerne eigentlich eher low. Evil auch low. Elevation. Ich mag das eigentlich nicht so sehr, wenn es total bergig ist und du keine großen freien Flächen hast, auf denen du halt dich bewegen kannst und immer zwischen den Etagen sozusagen, also zwischen den Leveln hin und her wechseln musst. Deswegen versuche ich das normalerweise auch auf Low zu lassen, aber manchmal geht es nicht anders, weil die Karte das halt so generiert hat. Temperature. Auch erstmal Medium. Range ist mir egal. Range ist mir auch egal. Flagstone Layer, yes. Aquifer hätte ich ja gerne, no. Ich hoffe, das haut auch diesmal hin. Ich hatte tatsächlich schon mal so eine Karte, wo ich das einfach nicht gefunden habe, so eine Ecke. Shallow Metal, yes. Deep Metal, yes. Soil Clay lasse ich weg. Dann wollen wir die Karte doch mal durchsuchen. Elevation, ja, dachte ich mir schon. Okay. Dann ändern wir das vielleicht noch mal.
So. Not available, genau. Nee. Kommt nicht viel raus. Unten die Ecke. Ja, gucken wir uns die mal an. Temperate Shrubland. Moderate Vegetation, ja, okay. Sand, Clay, some Soil, Shallow Metals, Deep Metals, Flagstone Layer. Klingt ja eigentlich erstmal gar nicht so schlecht. Wollen wir vielleicht auf der Karte nochmal ein bisschen hin und her gucken? Ich nehme hier den Fluss hier noch so ein bisschen mit. Dass wir den irgendwie noch so ein bisschen in der Karte drin haben. Hier vorne haben wir... Das sind wieder die gegnerischen Parteien. So, dann bleiben wir doch einfach mal hier. Alles klar. So, ich nutze jetzt einfach aber die Standardeinstellung. Ich werde es nicht anfangen, noch die einzelnen Sphären nochmal zu customizen. Ich nehme einfach die Standardeinstellung und lege damit mal los. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Aber den Standardsatz kennt ihr ja alle schon, wir überspringen das jetzt einfach mal. Und ja, Strike the Earth, ne? Heißt es auch so schön. So, hier ist natürlich noch nichts. Ich zoome mal ein kleines bisschen raus. So. Da unten haben wir auch unseren Fluss. Und hier gehen die Berge so ein bisschen hoch. Okay. Ja, und da haben wir noch den unterirdischen Teil des Flusses. Okay. Gut. Und auch schon mal los in den Keller. Irgendwo, wo nicht direkt Bäume vielleicht daneben sind. So. Mit einem kleinen, relativ schmalen Gang an, macht dann einen großen und dann kommen meistens dann diese ganzen Räume letztendlich da dran. Das werde ich jetzt hier auch schon mal anfangen. Immer eine kleine Tür, also quasi einen Raum, den ich erstmal generell mit einer Tür abschließen könnte. Und deswegen gibt es hier jetzt nur so einen kleinen Durchgang. Ich mache den aber hier gleich schon mal ein bisschen länger. So. Ich werde jetzt hier erstmal meinen anfänglichen Aufenthaltsraum sozusagen erstellen und daneben noch ein Lager, das mache ich noch ein bisschen größer. Erstmal so ein Hauptlager, so ein Tante-Emma-Laden sozusagen. Da kommt erstmal einfach alles rein, damit die generell schon mal loslegen können. Genau, so. Hier fangen wir mal gleichzeitig an, den Wagen zu zerlegen. Ja, er macht noch ein bisschen was.
Hier liegt schon der ganze Schrott rum. Genau. Und der kommt dann gleich hier in das, ja, in diesen rechten Raum, der jetzt entsteht. Ich könnte hier theoretisch schon mal anfangen, ein paar Bäume zu schlagen vielleicht. Mal lieber weiter weg. Das ist immer blöd, wenn man relativ nah unter der Oberfläche ist und dann die Bäume fällt und darunter ein bisschen ein paar Räume hat, dann hat man natürlich gleich ein schönes Guckloch nach oben und dann wächst dahinter Gras in der Festung oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. So, wie weit sind wir hier? Die Katze hat sich das schon mal alles angeguckt. Sehr schön. Für gut befunden, hoffe ich. Ach, er geht auch schon los und angelt. Perfekt. Hauptsache, der findet auch was. Ich will es einmal kurz festlegen, dass er zumindest diesen Teil hier erstmal fertig macht, bevor er irgendwas anderes anfängt. Wo sind die denn alle? Hoffentlich die Weltgeschichte. Okay. Gut. Okay, so. Dann wollen wir doch hier erstmal eine Zone anlegen, wo sie sich schon mal alle treffen können. So. Daraus machen wir eine Meeting Area und machen gleich eine Taverne daraus. Da kommen sie auch schon. Sehr schön. So, jetzt mal rein, inklusive Pferd. So, apropos Pferd, genau. Das machen wir hier draußen einfach noch eine Zone. Die wollen wir erstmal, ich weiß nicht, packen wir erstmal hier so mitten rein. Genau, eine Zone, wo dann die Tiere hin können, die Grasenden. So, und zwar nur die beiden hier. Dann sollten die schon mal dahin geführt werden. Das war jetzt eigentlich total doof, weil hier ist ja der Eingang schon. Ich werde die etwas verändern. So. Genau. Den ein bisschen versetzt zumindest. Ach guck mal, die werden hier schon entertained. Die werden wahrscheinlich hier die tanzen gerade oder so. Okay, die simulieren ihre Götter oder sowas. Ich weiß auch nicht ganz genau. Ach scheiße, ich bin auch doof. Ja, habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen. Ich gedacht, was macht ihr da für eine Schitte? Ich habe natürlich die Wand jetzt mit weggerissen. Egal, ich setze da gleich eine neue hin. Steine werde ich gleich noch genug haben. Dann gibt es halt erstmal keinen Raumtrenner. Oder ich, Quatsch.
Ich schmeiß vielleicht dieses Stückchen noch raus. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Aber früher oder später setze ich da sowieso irgendwie eine andere selbstgebastelte Wand hin. Von daher. So. Jetzt werden wir langsam fertig hier. Aber er gibt sich ja Mühe. Ah, jetzt hat er aber Durst. Ja. Ah, trinkt ja schon das erste Bier weg. Sehr schön. Manchmal schon ein bisschen beruhigend, dem beim Graben zuzusehen. Auch manchmal kann ich schlecht eigentlich diese ganzen Räume, das habe ich beim letzten Tutorial ja schon gesagt, die halt aufzubauen. Wenn man es halt nicht mit dem Makro macht, dann kann das schon ja auch fast eine meditierende Wirkung haben, würde ich schon fast sagen. Aber manchmal nervt es auch einfach nur. So, wir machen jetzt ein Custom Stockpile. Und dort nehmen wir dann alles rein, bis auf Corpses. Refuse nehmen wir auch nicht. Stone, Ammo, Coins, Bars, Gems. Eigentlich so ziemlich alles. So, machen wir ein großes Lager. So, sehen auch zu, dass wir hier keine Wheelbarrow nutzen. Null. Und dann helfen auch die anderen Zwerge direkt mit. Und da laufen sie auch schon. Nur dieser komische Bade, der hier gerade uns besucht hat, der hilft natürlich nicht mit. Und der andere, den, ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass noch einer kommt. Okay. Mhm. Ja gut, das ganze Holz räumen wir natürlich jetzt auch da ein. Ich werde es gleich wahrscheinlich eine, genau, ich mache eine weitere Etage oder mehrere Etagen und eine auf jeden Fall, die sich mit der Produktion jetzt erstmal beschäftigt. Und dort kommt dann auch ein extra Holzlager hin für den Carpenter. Das könnte ich ja im Grunde schon mal angehen. Vielleicht sage ich sogar hier erstmal, dass das Holz nicht hier gelagert werden soll. Dann haben die auch ein bisschen weniger zu tun. So. So, wir brauchen hier jetzt erstmal eine Downstair. Die mache ich jetzt hier hinten hin. Und zwar ein etwas größeres Treppenhaus. So, und ab der Etage danach kommt eine Up-Downstair dorthin. Und zwar mehrere Etagen gleich auf einmal. So. Ja, der Mining-Zwerg ist natürlich jetzt auch mit am Schleppen. Ich überlege gerade schon, ob ich das für ihn mal ausstelle. Den Dwarf Therapist werde ich dafür einfach mal bemühen. Habe ich hier auch schon. So, mein Miner. Item Hauling wird wahrscheinlich schon reichen. Guck mal, ob da noch was anderes dabei ist. Ja, Wood Hauling, Water. Ach komm, da kann ich sie jetzt alle rausnehmen. Notfalls setze ich sie später wieder ein. So, dann beschäftigt er sich jetzt auch schon mal mit dem Graben. Sehr schön.
Magnetit habe ich gefunden. Laminite auch. Okay. Tja, soll ich jetzt direkt die nächste Etage vielleicht schon nutzen? Was ist das denn hier jetzt hier? Das ist Sand. Dolomit. Magnetit. Magnetit finde ich eigentlich ganz gut, weil da könnte ich jetzt vielleicht auch schon mal für den Schmied ein paar Materialien bekommen. Jetzt schleppen die es natürlich hoch. Dann untersage ich denen das jetzt auch mal. Stein bitte nicht. Da oben, genau. So, gehen wir hier mal nach oben weg. So, und dann lege ich mal einen Raum an. Den lasse ich mal ab hier starten, würde ich sagen. Ja, so in etwa. Kurze Wege, deswegen unten die Tür. Mit dem müsste er bald fertig sein, denke ich. Naja, hier gibt es ja alles Mögliche. Gut, jetzt bleiben die ganzen Steine natürlich erstmal im Treppenhaus liegen. Aber die werde ich gleich nochmal wegräumen. Also ich bin ja nicht so einer, der dann seine Steine nimmt und dann sagt, alles klar, ich verstecke die einfach, die bleiben da halt liegen. Aber ich ignoriere sie. Nein, das ist nicht, tatsächlich nicht mein Ding. Wie viel Aufwand das auch ist, ich baue halt ein Steinlager, schlepp die ganze Schose. lass ich da hinschleppen. Ich schleppe ja nicht selbst. Lass sie da hinschleppen und wenn das Lager voll ist, dann gibt es halt einfach Neues. Also ich versuche auch viele Sachen direkt über diese Steine halt herzustellen. Ob das jetzt Gräber sind, Türen, Tische, Stühle, also Drohne in diesem Fall, alles. Ich versuche so viel wie möglich damit herzustellen, damit diese Steine einfach letztendlich verschwinden. Also in seltenen Fällen kriegt man sie komplett weg. Aber man kann sie ja generell schon mal nutzen, damit sie so Stück für Stück einfach mal verschwinden. Jetzt pennt er natürlich und macht nicht weiter. Ja, dazu komme ich dann jetzt gleich, die Schlafzimmer zu erstellen. Da weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich das hier mache. Ich wollte die Taverne sowieso später tiefer unter die Erde verlegen und nicht hier oben lassen. Das ist jetzt erstmal so für den Beginn, dass erstmal überhaupt die Zwerge jetzt nicht draußen rumstehen und irgendwie schlechte Laune kriegen, weil sie im Regen stehen oder so. Deswegen werde ich die jetzt erstmal nur hier lassen, aber ich werde die gleich, diese Taverne halt eben runter verlegen. Und ich denke mal, damit die halt relativ kurze Wege haben zu ihren Schlafsälen, werde ich dann die Schlafzimmer halt dann auch in die Nähe packen. Da könnte ich dann auch für Besucher weitere Schlafeinheiten für anlegen, dass ich also einen Teil für die Zwerge selbst habe und einen Teil für die Besucher, die halt immer wieder zu der Taverne zu Besuch kommen. So, wo ist er denn jetzt hier? Ah, da. Sehr gut. Er beschäftigt sich schon damit. Das ist gut. Ich glaube, ich designe jetzt hier aber schon mal den nächsten Raum dran. Ich wollte halt diesen ersten hier erstmal für Holzverarbeitung nehmen. Das heißt, da kommt ein kleines Holzlager rein, da kommt der Carpenter rein, so ein Bogenmacher oder sowas könnte halt vielleicht auch mit da rein. Ich werde aber halt alles weitere, was zum Beispiel Steinverarbeitung angeht, das würde ich halt in den nächsten Raum reinpacken und auch ein kleines Steinlager. Ein größeres werde ich wahrscheinlich auf die andere Seite setzen. Ja, da fange ich mal schon mal direkt mit an, würde ich sagen. Das heißt, da machen wir vielleicht sogar etwas größere Ausmaße.
aber jetzt nur wegen des Lagers an sich. Da könnte ich so einen Crafts Dwarfs Workshop vielleicht auch reinsetzen, der sich dann auch da bedienen kann. Ah, da finden wir was ein. Priorität setze ich auch mal hier ein bisschen runter. Dass er nicht zwischendurch unterbricht, dann da oben weitermacht. Setze ich doch das Lager direkt auf die andere Seite schon mal. Das große Steinlager. Ich werde dort wahrscheinlich nur die normalen ökologischen Steine, die werde ich dort reinpacken. Diese ganzen Metallerze und so weiter, die werden irgendwo anders hinkommen. Ich setze sie wahrscheinlich gleich ein bisschen weiter nach oben. Ich plane das meistens gar nicht so im Voraus, sondern das entsteht eigentlich alles immer spontan. Aber ich mache dieses Lager hier schon mal hin. Das mache ich jetzt einfach genauso groß. Also ich mag einfach Symmetrie. Das muss ich nochmal nachzählen. Das ist nicht ganz genau gleich viel. 1, 2, 3, 4. Die zwei Reihen brauche ich noch. So. Das soll jetzt gleich groß sein. Danach muss ich mich mal unbedingt um die Farm kümmern, ne? Also, damit mir nicht der Alkohol ausgeht oder so. Hier haben wir ein bisschen was drin. Was haben wir hier alles? Meat Barrel. Dwarven Ale Barrel. Ja, viel ist das nicht, was wir jetzt hier haben, ne? Da sind mal zwei Biere drin irgendwo. Mal drei. Fünf. Ja, ein paar sind dann noch, also ich komme da schon ein paar Tage mit aus. Solange es jetzt nicht mehr werden. Die Besucher, die gehen ja da ja natürlich auch ganz gerne mal dran. Aber dann brauchen wir gleich mal ein bisschen Ersatz. Denn hier? Ach, Limelight, okay. Magnetit, Dolomit, Mikroclean, okay. Okay. Ja, er ist halt noch kein Legendary Miner, das dauert alles noch ein kleines bisschen, aber er ist auf einem guten Weg dahin. Und jetzt muss er wieder was trinken. Ja, genau. Ah, die anderen begnügen sich ja schon. Denen ist bestimmt nicht langweilig. Die kriegen aber gleich auch noch was zu tun. Die brauchen sich gar nicht großartig ausruhen. Okay, fangen wir erstmal an mit einem Holzlager. Das packen wir vielleicht in den hinteren Bereich, damit wir vorne wieder auf kurze Wege gehen können. 1, 2, 3, bis dahin geht der Workshop, dann einen zumindest freilassen, einen Weg. Und dann wollen wir das erstmal bis hierhin machen. Das ist wahrscheinlich viel zu groß.
Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wir könnten dann noch Kohle daraus machen, also das Holz verbrennen, dann brauchen wir schon ein großes Holzlager. Nee, dann lassen wir das erstmal tatsächlich so. Na, guck mal, da kommt auch schon das erste Holz. Okay, dann Workshop Carpenter, hatte ich gesagt. Den setzen wir auch vorne direkt an die Ecke. Aus Dolomit, ja, meinetwegen. Okay. Wir brauchen auch noch eine Management Area. Die packe ich, glaube ich, tatsächlich auf eine andere Ebene. Was haben wir denn hier für einen Stein? Auch Dolomit. Okay, ja. Hier setze ich die, glaube ich, rein. Okay. Was machen wir denn hier mal Schönes? Erstmal so. Schönen Gang rein. Ich will das immer irgendwie aussehen lassen wie ein Bürogebäude oder sowas. Ich weiß auch nicht warum. Etwas größere Räume mache ich immer ganz gerne. Erstmal. So, und dann würde ich jetzt hier erstmal einen Chair. Eine Tür bräuchten wir auch noch. Mal Table haben wir hier. So, erstmal die drei. Naja, das ist gar nicht so schlecht, dass er jetzt hier weitermacht. Kann ja gleich weitermachen. Na, komm, jetzt mach doch erstmal den einen Raum. Jetzt ist er wieder weg. Okay. Erstmal schon mal eine Tür hier reinsetzen im Planning Mode. Gut, dann wird das schon mal erledigt. So, technisch gesehen ist der Raum fertig, also nahezu. Jetzt wollen wir noch ein Seat reinpacken. Okay, ich kann es nicht mittig setzen, dann packe ich den. Ja, packe ich den hinten an die Wand. Guck mal, ich habe sogar schon einen. Und einen Tisch.
Ja, die ganzen Fertigerzeugnisse, die müssen natürlich dann irgendwo anders hinterlanden. Die können natürlich jetzt nicht immer im Workshop verbleiben und auch nicht oben in das Gemischtwarenlager eingelagert werden. Das ist ja alles Quatsch. Ja, guck mal, das ist schon mal fertig, das ist schon mal gut. Okay, dann hätte ich jetzt gern einen Manager. Hält sich mal freiwillig. Den Miner nehmen wir jetzt nicht. Fischer Dwarf, der ist wahrscheinlich erstmal gut beschäftigt. Ich nehme oft den Expedition Leader tatsächlich dazu, obwohl einen Jeweler kann ich jetzt derzeit auch noch nicht so wirklich gebrauchen. Ich nehme den Jeweler erstmal. So, und der kriegt jetzt natürlich hier den Raum noch zugewiesen. So. Manager, da ist er doch. So, und der kriegt aber auch ein Dining Room dann da raus. So. Dann ist der erstmal glücklich. So, dann kann ich nämlich gleich auch die Produktion starten. Ich lasse ihn allerdings hier noch ein bisschen worken. Ich überlege gerade, ob ich jetzt vielleicht dann noch einen zweiten Miner erstmal dazu nehme. Oder lasse ich den erstmal machen. Ich kriege gleich eh noch Miner dazu. Wenn die ersten Migranten kommen. Die pennen im Holzlager, hervorragend. Ja, so weit bin ich noch nicht. Die müssen die ersten Tage noch ein bisschen so aushalten. Ich könnte natürlich die Schlafzimmer auch bei den Managern hier dran setzen. Ich guck mal, wir haben jetzt hier Produktion. Vielleicht mache ich hier auch noch eine Produktion auf. Dann könnte ich ansonsten... Ja, das sieht doch eigentlich ganz schick aus hier. Dann könnte ich hier vielleicht erstmal die Taverne, die neue Taverne quasi dran setzen und die Schlafräume. Ja. Machen wir die Taverne vielleicht tatsächlich hier oben am anderen Ende. Trotzdem einen kurzen Durchgang. Also einen etwas schmaleren Durchgang. So müsste es symmetrisch sein, ne? Ja. Ja, noch richtig schön groß. Und die Schlafzimmer. Platz haben wir nach oben hin, nach oben hin. Ja, ein bisschen Platz haben wir dann noch. Nicht mehr so schrecklich viel. Andererseits könnten die auch von hier zur Seite weggehen, dass ich hier so einen Flügel sozusagen mache. Also weiter bis nach hier geht es halt nicht. Nach links haben wir natürlich viel mehr Platz, aber das hier könnte ich trotzdem als Schlafplatz deklarieren. Ich glaube, ich fange oben damit an, das zu basteln. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ich hätte auf dieser Höhe würde ich gerne die Räume haben. Ich bastel mir einfach mal ein als Platzhalter. So, dann hätten wir hier noch eine Tür. Dann würde ich hier einen Gang machen. Einen weniger breiten, allerdings einen Zweiergang würde ich jetzt mal hier vorsehen. Mache ich das tatsächlich bis da hinten? Ja. Eigentlich kann ich den sogar so lassen. Also ich würde das gar nicht mehr als Platzhalter allein verwenden. Ich wollte ursprünglich erst weiter hinten anfangen.
Aber ich glaube, ich lasse das tatsächlich so. Okay. Ja, dann mache ich das. Ich mache den trotzdem noch einmal weg. Weil ich mir daraus jetzt nämlich ein Makro mache. So. Hier ist die Wand, da ist die nächste Tür. Okay. Ja, das passt nicht mehr. Elf sind das, ne? Wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Zack, fertig. Okay. Könnte man theoretisch genauso einen Gang unten nochmal anlegen. Wir haben hier eine Reihe frei. Hier kommt der erste Raum wieder hin. 1, 2, 3. Tür. Und dann hier der Gang. Wenn ich mich nicht total vertan habe, müsste das passen. Das ist auch richtig. Und ups. Nochmal. So. Guck mal, die habe ich auch noch da drin. Raum und ja, okay. So. Komisch, man wollte jetzt nicht, ne? Aha, so, jetzt aber. Tatsächlich hat es geklappt. So, damit es jetzt schön aussieht und der Bündigkeit wegen, würde ich hier hinten den Rest entfernen. Theoretisch könnte ich sie auch miteinander verbinden, aber oder verbinde ich sie tatsächlich? Ich mach eine Runde. Ich mache eine Runde da hinten. So. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Jetzt muss das nur noch jemand ausgraben. Okay. Er pennt wieder. Ja, ich nehme mal einen anderen Miner noch mit dazu. Ja, ich nehme mal. Cooking Brewing. Tja. Unseren Jeweler. Mal später wieder rausnehmen, dass es jetzt ein bisschen schneller geht vielleicht.
So. Ach, some migrants have arrived, sehe ich hier gerade. Deswegen springt er jetzt gerade hoch, wo ich gerade runtergehen wollte eigentlich. Dann gucken wir uns die Neuankömmlinge doch mal an. Kommen sie? Da. Mhm. 14, also weitere 7 sind jetzt reingekommen. Dann gucken wir doch mal, ob da noch ein Miner dabei ist. Ach, guck mal, jetzt habe ich 4. Ja, dann kann ich es bei dem einen auch wieder rausnehmen. Quatsch. So. Da sind die so, ah, die sind unten, okay. Ja, guck mal, dann geht doch der ganze Kram ein bisschen schneller. Genau, hier oben bräuchten wir ja noch eine Lagerfläche für Finished Goods. Vielleicht packe ich das hier schon mal rein, damit der Carpenter schon mal loslegen könnte. Wohl, warte mal, die Betten würde ich über den Carpenter natürlich herstellen für diese ganzen Zimmer. Den Rest würde ich ganz gerne aus Stein machen. Also mindestens schon mal Türen dafür. Und das mache ich im oberen Bereich. Das heißt, hier unten setze ich erstmal nochmal so einen Raum dran. So, ne? Ja. Oh ja, das ist nett, dass ich schon mal drum kümmerst. Das heißt, auch hier... Was haben wir unten für eine Priorität? 4. Okay, das heißt nicht, dass das zu Ende macht. Gehen wir mal auf 3 hier oben. Ja, guck mal. Dann geht das doch schon schneller. Eigentlich warte ich ja mit der dieser ganzen Alkoholherstellung, warte ich eigentlich immer viel zu lange. Also manchmal fällt das Kind schon fast im Brunnen, dann heißt es so, da sind ein paar Zwerge, die sind dehydriert. Und dann erst anzufangen, halt irgendwas anzubauen, ist meistens ein bisschen schlecht. Dann hole ich mir für gewöhnlich, also ich baue halt erstmal einen Brauer und oder wenn ich also noch keinen haben sollte zumindest, ja, und dann hole ich mir meistens irgendwelche Sachen von draußen und lasse halt irgendwelche Pflanzen ernten, die man vielleicht zu Wein verarbeiten kann. Muss natürlich zusehen, dass die nicht von der Küche gleich verarbeitet werden und gekocht werden. Dann habe ich nämlich auch wieder ein Problem. Oder direkt verzehrt werden, kann auch mal sein. Aber ich muss mich jetzt gleich drum kümmern, sonst haben wir früher oder später ein Problem. Besonders wo es jetzt 14 Zwerge sind, dann gehen die Bestände natürlich doppelt so schnell weg. Apropos Bestände, fällt mir gerade ein. Ich hätte gern einen Bookkeeper. Was wäre denn zu erübrigen? Fischer Dwarf, Fisch Cleaner, Gem Cutter. Der muss das ja nicht Vollzeit machen, ne? Der kann das ja als Hobby machen.
So ein Weaver oder so erstmal. Genau, der kriegt natürlich auch seinen eigenen Raum. Wo haben wir die? Da. Noch direkt den zweiten. Einen Sitz. Da gehe ich jetzt auch mal in den Planungsmodus. Baue ich das ähnlich auf. Und einen Tisch. Auch im Planungsmodus. Ja. Ah ja, genau. Beim Bookkeeper kann ich ja noch einstellen, wie genau denn der gerne arbeiten sollte für mich. Okay, Settings, genau, da war das. Lowest Precision, ich würde es ein bisschen genauer haben wollen. Also ich schwanke immer so zwischen Low und Medium Precision. Also ob es hinter 77.777 sind oder 77.800, das interessiert mich für gewöhnlich nicht. Aber irgendwie ob es 90 oder 100 sind, das interessiert mich schon. Darüber, also 777 oder 780, ja gut. Also mindestens das. Wenn mir das hinterher auf den Nerv geht, dann stelle ich es vielleicht noch auf Medium, aber also das Low ist, das reicht mir für gewöhnlich nicht. Oh ja, die sind gut dabei. Aber das hier ist auch schon fertig. So sieht es momentan tatsächlich noch aus wie Kraut und Rüben. Das wird sich gleich erst wieder lichten, wenn oben die Flächen für das Steinlager fertig sind. Aber hier kommt erstmal noch ein Lager für Finished Goods und Furniture hin, würde ich sagen. Ich guck mal vielleicht. Ich erstelle das erstmal und gehe dann gleich in die Einstellung. Ich muss da sowieso nochmal hinter dran, um das ein bisschen genauer zu spezifizieren. Was haben wir hier alles? Chainsflash. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Nee, dann nehme ich das mal raus und nehme nur erstmal Furniture. Dann kann ich die nämlich hier auch rausnehmen. Da fliegen die ersten Sachen nach unten. Wobei, die beiden Fässer muss ich gleich nochmal gucken. Die muss ich dann woanders hinbringen. In Nähe von der Küche und vom Brauer. Aber da komme ich gleich noch zu. An sich könnte ich aber jetzt schon mal... Ach Quatsch. Ein paar Sachen in Auftrag geben. So, fangen wir erstmal an mit... Also Betten sowieso. So, wir hatten da oben 12, 24, 48. Ich mache jetzt einfach mal 50. Und zwar einfach nur. Wir wollen noch Barrels haben. So, da würde ich jetzt erstmal... Ich mache jetzt erstmal 20 Stück. Gebe dem Ganzen aber eine Condition und sage, das ist eine Order, die ich von den Produkten abhängig mache. Wenn nämlich die Barrels, also die freien Barrels, weniger sind als
Aber 5 ist schon ein bisschen spät, ne? 10. 10 war schon ganz gut, glaube ich. So, less than 10, genau. Dann dürfen wieder welche hergestellt werden. Das muss nicht täglich gecheckt werden. Ja, monthly reicht wahrscheinlich. Das ist okay. Weil ich gerade brauche ich noch was. Ja, ich könnte tatsächlich noch was in Auftrag geben, auch wenn ich den noch nicht habe. Könnte ich Türen in Auftrag geben, also Steintüren. So, Rock Door. Dafür brauchen wir auch eine ganze Menge. Da reichen 50 noch nicht mal aus. Für die ganzen anderen Räume zusammen. Ich mache jetzt mal, ich weiß nicht, ich mache jetzt erstmal 60. Einmalig. Wir brauchen Tische. Tische, Stühle, also Thrones in diesem Fall. Haben wir da Rock Throne. Damit möchte ich natürlich nicht nur ein paar Räume vielleicht ausstatten, sondern hauptsächlich auf jeden Fall die also Taverne sowieso, aber auch vielleicht Tempel oder später Gildenhallen. Okay. Kurz durchgerechnet. Ich würde es mal, keine Ahnung, vielleicht auch erstmal, ich mache erstmal 40. Ich mache erstmal 40. Ich würde die später nochmal in Auftrag geben, wenn ich es brauche. Oder wenn es halt knapp wird. Round of Throne. Ja, Tische habe ich gesagt noch, ne? Rock Table. Machen wir dann auch erstmal 40. Also ich mache das für gewöhnlich so, dass ich in der Taverne eine Tischreihe mache und dann einen Tisch da drüber, da drunter oder rechts und links, wie auch immer, aber dass sich halt zwei Stühle immer einen Tisch teilen. Deswegen brauche ich davon eigentlich weniger. Aber weil ich jetzt wahrscheinlich sowieso zu wenige Stühle in Auftrag gegeben habe, was ich gleich nochmal machen muss, belasse ich es erstmal bei den 40. Und dann kann ich gleich nochmal nachordern. Das ist eh erstmal eine One-Time-Order. Dann ist das erstmal okay. So, hier ändere ich jetzt mal die Priorität, damit es hier vorangeht. Das als allererstes, damit die Steine schon mal von der Straße kommen. Und das hier als zweites, damit die Steine auch verarbeitet werden. So, die anderen wechseln sowieso jetzt gleich wieder nach rechts, denke ich. Ja. Ja, das dürfte relativ schnell gehen. Mal gucken, wie weit sie unten sind. Naja. Marble Wall. Ja, kann man die glätten? Ja, ne? Müsste man glätten können. Dann ist es hier schön hochwertig. Das mache ich aber später. Dann wollen sie erstmal alle zu mir und dann kommen am besten die Goblin-Angriffswellen oder so. Gerade noch stört. Ich bin ja so ein kleiner Monk, was das angeht. Ich mache es mit einer niedrigen Priorität, aber ich hätte den Raum hier, also den Gang noch ein bisschen verlängert. Zumindest bis da. Ich will das eh gleich noch länger machen. Ich kenne mich doch. Ich hatte ja im letzten Tutorial schon gesagt, dass ich diese Räume eher, naja, versuche effizient aufzubauen, aber nicht besonders viel künstlerische Kreativität da reinlege, dass die total super duper hübsch aussehen. Also bündig müssen sie für mich oft schon sein,
Manchmal schlampe ich da auch so ein bisschen rum, muss ich auch wirklich ehrlich gestehen, aber irgendwelche tollen Muster und Ringe und sonst was, die baue ich ja einfach nicht ein. Das ist nicht meins. Ja, das sieht scheiße aus, einfach. Unaufgeräumt halt, ne? Das mag ich nicht. Er arbeitet hier schon schön. Ja, Betten und Fässer. Sehr gut. So, dann wollen wir auch hier schon mal das erste Lager einrichten. Ich befürchte allerdings fast, dass das Lager sofort voll sein wird, sobald ich es eingerichtet habe. So, Stone. Also wir könnten das jetzt mit einer Wheelbarrow machen lassen oder wir setzen uns einfach mal alle Zwerge ein und versuchen die so schnell wie möglich rüberzubringen. Das würde ich sagen, mache ich jetzt eher. Komm. So. Dann schleppen sie sich gleich einen Ass, aber gut. Ach ja, hier landet ja jetzt erstmal alles drin. Warte mal, stopp. Ich schränke das nochmal etwas ein. Und zwar da, die Metallerze. Die lasse ich erstmal weg. Die sollen sie erstmal liegen lassen. Die kommen gleich in ein zweites Lager rein, wo ich sie auch gleich weiterverarbeiten kann. Aber das ist jetzt nicht an dieser Stelle, weil das wird einfach zu viel. Das läuft eh über. Dann kommen die erstmal raus. Ja, die bleiben normal drin. Ich sehe nämlich gerade schon, dass die ersten Ärzte da unterwegs sind. Ja, die fliegen dahinter wieder raus, aber die brauchen jetzt nicht noch mehr holen. Sonst erstmal schon mal generell aufräumen. Ah, das ist viel zu tun. Das ist viel zu tun. Wie viele Wheelbarrows habe ich denn? Hier sehe ich gerade keine. Oben steht die wahrscheinlich, ne? Ich sehe sie nicht. Ich könnte vielleicht doch mal Wheelbarrows auf, weiß nicht, 5 stellen. Dann begnügen sich zwar nur 5 Zwerge damit, mit dem Schleppen, aber die machen das insgesamt etwas effizienter. Ich muss nur halt noch mal ein paar herstellen, weil da habe ich nämlich eine, genau. Das ist auch immer bescheuert, ne? Die nehmen diese Wheelbarrow, die holen halt irgendwas, stellen die dann da ab, gehen wieder los, denken sich so, ach ja, ich müsste noch mal ein Steinchen holen, gehen wieder zurück, holen sich die, stellen die wieder ab und das gleiche von vorne. Das ist manchmal dann doch etwas ineffizient. So, aber ich werde erstmal diese Wheelbarrows in Auftrag geben. Und dann nehmen wir erstmal 5 Stück, ja, nochmal eine übrig. Und von der Priorität stellen wir die mal nach oben. Müssen wir eigentlich hier auch schon als Order angekommen sein, hoffentlich. Jo, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, die Betten türmen sich hier schon auf. Eigentlich schon mal die ersten Schlafzimmer hier bestücken, würde ich sagen.
das mit dem Makro? Ach Quatsch. Das mache ich jetzt so. Machen wir erstmal die. Ich mache erstmal die ersten Türen, die kommen da rein. Ach, D ist Door. Oberen rein komme ich später. Die Betten. Ach so. Planungsmodus. So. Gut, den kann ich noch nicht. Das ist klar. Kram kommt gleich, aber da kommen doch schon die ersten Betten. Sehr schön. Das läuft ja heute wieder. Schleppt. In die Stocks wollte ich mal reingucken. So. Konnte man hier suchen? Ja, hier konnte man suchen, ne? Im Enhanced View. Da, Wheelbarrows. Okay, es sind tatsächlich nur zwei bisher. Toggle Grouping, ja. Hat sich nichts. Dann kommen die restlichen noch. Ich würde meine Farm hier oben jetzt gleich hinsetzen. Ach, vielleicht auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist doch vielleicht eine Idee. Ja. Dass ich vielleicht diese Nahrungsmittelproduktion hier oben erstmal hinsetze. Könnte ich eigentlich machen. Mache ich auch mal gerade eine Tür rein. Das hier werde ich ja sowieso gleich noch ändern. Sowieso diese tonhaltige Erde haben, dann kann ich hier lieber was anbauen. Also dass ich dann versuche, irgendwo anders so eine Voraussetzung halt zu schaffen. Dann doch lieber unten. Boah, ist das ein Gewusel. Das sieht aus. Ich stelle die Wheelbarrows nochmal auf 0. Ich lasse nochmal mehr schleppen. Ich habe das Gefühl, das geht so schneller. Hm.
Die sind auf jeden Fall beschäftigt. Also hier turnt gar keiner mehr rum gerade. Oh, das sieht aber schon schick aus. Wenn er diesen einen Raum da unten vielleicht noch machen könnte. Dann würde ich die untere Reihe nämlich schon mal fertig machen. Ach, jetzt schleppt er. Na toll. Gebe ich dir mal eben hohe Priorität. So, guck mal, ist das Ding noch fertig? Nein, nein. So, Bit. Türen. Also ich könnte dafür jetzt natürlich genauso gut ein Makro erstellen, da ich jetzt ein paar schon mittendrin reingesetzt hatte, ist das jetzt unsinnig. Ich könnte gleich vielleicht noch eins machen, um dann diese Betten halt auch umzufunktionieren als als Schlafzimmer. Das würde ich vielleicht gleich noch mal überlegen. Ja, Handelspunkt. Ja, okay. Ein Trade Depot brauchen wir. Wo wollen wir das denn mal hinsetzen? Hier irgendwie an der Seite. Das reicht doch, ne? Hier vor den Bäumen. Da kommen die noch durch. Reicht erstmal Dolomit. Ja. So, mal kurz gucken, ob ich einen Architekten habe. Architekten, ja, einen habe ich. Okay. Naja, damit habe ich schon gerechnet. Okay. Tja, was werden wir denn wohl später brauchen? Tja, also Metal Bars werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Holz haben wir auch genug. Tja, bei Samen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, wir haben erstmal einen Anfangsbestand. Wie später aussehen wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Wenn wir es richtig machen, jo, dann brauche ich es nicht. So ein Anvil werde ich mir gleich nochmal selbst herstellen. Waffen. Bolz setze ich vielleicht mal hoch. Mensch.
Ja, Instruments. Ach. Ja, es ist momentan schwer zu sagen. Nee, ich werde wahrscheinlich wie immer das einfach so weit lassen, wie es ist. Das überspringen. Ich habe gerade gesagt, die Bolts. Ammo, da. Ja, gut. Kosten dann 55% mehr. Crossbows. Okay. Entweder, ja. Okay. Kümmert sich da mal einer? Wer ist denn unser Architekt hier? Ach, der Stoneworker. Ja, an sich passt das. Der hat wahrscheinlich aber auch andere Sachen zu tun. Ja. Geben wir ihm das mal mit. Vielleicht kommt er eher dazu. Ach, da kommt er ja schon. Da habe ich ihn gerade schon verurteilt. Nee, nee. Er kümmert sich ja. Muss nur ein zweites Steinchen holen oder ein drittes. Da ist er. Da. Ja, das dauert ein bisschen. Ich lasse den mal machen. Ein heilloses Durcheinander. Das ist so krass. Das ist so krass. Aber ich habe auch lange schon nicht mehr so viele Schlafzimmer auf einmal gebaut. Ich fange sonst immer mit einer kleinen Menge an, so 10 oder was. Aber nicht gleich 48. Ich hoffe, die Migranten überrennen mich jetzt gleich nicht. Ja, ich glaube, ich werde das schon mal so zumindest umsetzen, dass die Taverne jetzt hier unten hinkommt. So, wollen wir schon mal so eine Area hier machen. So. Ja, genau, Meeting Area. Location. Genau, die nehmen wir. Und oben, die löse ich parallel auf. So. Dann müssten sie ja gleich nach unten kommen. Auch wenn das für die erstmal bescheiden aussieht, mit dem blöden herumliegenden Stein. Aber das wird sich gleich mit der Zeit geben. Generell sieht das ja schon mal eigentlich ganz nice aus. Also von der Struktur her. Irgendwie wie so ein großes Steinhotel oder so. Gut, momentan nur auf einer Ebene. Vielleicht kommt später noch mehr hinzu. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich stelle die Wheelbarrows wieder ein. 5 Stück haben wir mittlerweile. Ich habe ja gerade zwischendurch gelesen, dass der Job durch ist.
können die anderen mal irgendwie ihrem normalen Job mal nachgehen. Ja, wir müssen uns auch immer noch um Essen kümmern. Essen und Trinken. Aber hier unten, das ist ja schon mal ausgehoben, das ist gut. Dann fangen wir dort doch mal an. Ach ne, erstmal die Still, die setzen wir, ich weiß nicht, hier in der Ecke oder so. Dolomit. Wir nehmen eine Kitchen. Wir nehmen noch eine Fishery. Ja. So, ein Lager hätte ich jetzt noch ganz gerne. So, muss ich mir überlegen, wir brauchen Barrels hier oben. Wir müssen Samen lagern. Barrels waren, glaube ich, unter Furniture, meine ich. Also ein kleines Lager zumindest. Da, Barrels, genau. Okay. Das heißt, wir schmeißen die erstmal alle raus, nehmen die Barrels dann wieder mit rein. Die müssen wir, glaube ich, ja, Other Materials, Wood, genau, Wood passt. Das kann sonst alles raus, ja. So, das ist Nummer 1. Ich werde erstmal. Ja, ich werde erstmal, glaube ich, den Farmplot hier hinsetzen. Oder zwei. Ach, ich falle immer wieder drauf rein, ne? Diese ganzen Zonen kann man immer so schön bestimmen, aber hier muss ich das vorher resizen. Okay, also nochmal. Farmpil. Achso, ist noch gar nicht weg. X. So, jetzt ist er weg. Nochmal Farmplot. Hier, nee, hier einen zweiten oder da drüber. Ja, dann hätte ich noch einen frei. Ja, so machen wir das. Dann setze ich hier einen hin. 4x4. Und noch einen da drüber. Okay, ein weiteres Lager brauche ich. Food. Da müssten die Samen nämlich drunter sein. Die würde ich, das muss ja nicht so riesig sein. Hier vorne rechts neben auf jeden Fall noch eins.
Wo die abgebauten Sachen halt hinkommen. Verhältnis her. Ich glaube, ich mache es ein bisschen größer. Ich fange mal hier an. Nee, ich mach's klein. Ich mach's klein. Dann kommen hier die Samen rein. Muss ich die alle rausnehmen? Sich nur Seeds da. Max Barrel stelle ich mal auf 10. So. Okay, dann haben wir das. Die Pflanzen. Also die geernteten Pflanzen müssen noch mal irgendwo hin, damit die Küche die wieder verarbeiten kann. Beziehungsweise natürlich auch die müssen natürlich auch zum Brauen verwendet werden können. Dann mache ich das hier ein bisschen größer. Genau, und hier kommen jetzt keine Seeds rein. Ich überlege gerade, ob ich die Drinks vielleicht, vielleicht woanders. Ne, ich lasse sie erstmal da drin. Die Trennung würde ich wahrscheinlich später machen, dass ich nochmal ein Getränkelager weiter unten bei der Taverne mache, damit dann die Wege wieder nicht so lang sind. Dann würde halt hier vorproduziert werden. Das kommt hier vorne alles erstmal in dieses Lager halt hier rein. Und dann würde es später von da aus wieder nach unten transportiert werden. Wir sind schon ein bisschen hungrig scheinbar. Ich überlege hier gerade schon mal ein bisschen was zu ernten. Pflanz. So. Oh, da ist schon eine ganze Menge. Mal gucken, vielleicht ist da was bei. Noch jemand, der kocht. Ein zumindest. Construct Building, ja, das ist doch okay. Guck mal, super. Prepare raw fish. Ja, da fängt er schon mal mit an. Das ist doch super. Achso, Zettel Stocks. So. Fisch.
Also irrsinnig viel haben wir jetzt auch nicht. Hier oben sind die alle okay. Ja, ein paar Fischis sind da drin. Ja. Kommt tatsächlich ein bisschen was zusammen. Okay, und das sind unsere einzigen Samen, die wir gleich haben. So, dann wollen wir erstmal beim ersten einfach nur ganzjährig auf Plump Helmets gehen. Fertilize stelle ich schon mal ein. Auch wenn ich jetzt noch nichts dafür habe. So, beim anderen machen wir vielleicht erstmal Dimple Cups. Okay, ganzjährig die Dimple Cups. Ja. Ah ja, genau. Kitchen. Okay, na gut, das kommt gleich noch. Beziehungsweise bei den Seeds, ja. Okay, Trinks. Ja, Plump Helmets haben wir ein paar mehr, okay. Ich muss nur gleich zusehen, dass sie nicht gekocht werden. Genau, ich könnte, ja genau, ich stelle die ganze Kategorie aus, damit das rüber transportiert wird. Brauche ich noch was? Ne, erstmal noch nicht. Ach, ich kann auch den Steinmetz. Den Steinmetz. Ja, den habe ich voll vergessen. Mason. Zwar auch hier unten direkt dran. Marble. Dolomit. Habe ich total außer Acht gelassen und deswegen passiert natürlich hier auch nichts. Da wird natürlich nichts von erledigt. Aber das kommt jetzt vielleicht. Was ich dann dabei direkt noch mitmachen könnte, wäre den Craft Dwarfs Workshop. Den setze ich auch einfach mal direkt mit in den Raum. Dahin. Auch Dolomit. Statt das alles dann von A nach B zu schleppen, kann er schon mal anfangen, irgendwas zu basteln. Dann geht schon mal die ersten, was haben wir hier gehabt, 140 Steine weg. 140 ist schon mal eine ordentliche Ecke. Wenn man jetzt 50 Zwerge hätte und einmal sagen würde, alles klar, schleppt die alle mal, ne, dann ist das nach 5 Minuten durch, diese ganze Geschichte. Mit 5 Zwergen kann das nochmal ein Stündchen dauern, glaube ich.
glaube, ich plane schon mal hier oben die Taverne. Nein, da wollte ich drauf. Tables, so. Ich würde vielleicht Tisch rein, erstmal von unten nach oben auf der linken Seite anfangen, aber nicht bis ganz nach oben. Ich lasse unten mal noch eine Reihe frei. Unten packe ich vielleicht gleich noch ein paar Truhen oder so hin. Ich weiß noch nicht ganz genau. Das lasse ich frei. Hier würde ich anfangen auf der Höhe. Das heißt, hinten muss man noch lang gehen können. Hier kommt ein Sitz hin. Dann würde ich ab hier eine Reihe von Tischen nach oben gehen. Ja, vielleicht erstmal bis hier. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. So, das machen wir synchron auf der anderen Seite. Zwei freilassen, dann von hier bis da. Dann wollen wir auf die Seats gehen und machen das ähnlich. Also im Zweifel würde das hinterher auch eventuell wie Kraut und Rüben aussehen, je nachdem aus welchem Material die ganzen Sachen halt erstellt worden sind. Aber das interessiert mich erstmal nicht. Hauptsache, da steht überhaupt erstmal was und die Leute können sich setzen, können am Tisch essen. Da fällt mir ein, die brauchen natürlich auch irgendwas, woraus sie trinken können. So, und deswegen habe ich auch diesen Craft Dwarfs Workshop erstellt. Langsam kann ich dieses Wort auch aussprechen. Genau. Und den können wir, ach, das kann ich auch über Manager machen. Dann machen wir ein paar Max, Rock Max, genau. Davon könnten wir schon ein paar gebrauchen. Ich mache es mal 25. Da gehen nochmal weitere 25 Steine weg. Und die haben wir zu trinken. Dann brauche ich ein paar Kisten, die ich da unten reinstellen kann. Ach, some migrants have arrived. Guck mal, ich habe gerade noch davon gesprochen. Chest. Wooden Chests. Die kann ich auch in einer größeren Anzahl eventuell mal gebrauchen, wenn ich Gildenhallen oder so zum Beispiel ausstatte. Ich mache erstmal 20 Stück. Ich will das Lager nicht direkt überfrachten, dass das ganze Lager mit Kissen hinter voll ist, die ich noch nirgendwo verbaut habe. Da kommen die neuen. Achtundzwanzig sind es jetzt. Nochmal schön verdoppelt. Da muss das da unten noch was werden. Von den Betten 26 müssen noch hergestellt werden. Barrels ist noch nichts passiert. Lockdoor, ja, guck mal, das ist eine von hergestellt worden. Throne auch ein, ja, ja. Chest, okay. Da ist noch nicht besonders viel passiert. Ja.
taken by mood. Ja, Fischer Dwarf has been possessed. Ja, super. Wo ist er? Da ist er. Folgen wir dem nochmal. Was macht er? Craft Dwarfs Workshop, ne? Ja. Danke. Stone Rock Bones. Okay. Stone Rock ist ja kein Problem. Bones. Shit, wo kriege ich denn jetzt? Wo kriege ich denn jetzt Knochen her? Wo kriege ich denn jetzt Knochen her? Okay, ein paar Hunter habe ich zumindest. Brauche ich vielleicht einen Butcher? Brauche ich vielleicht auf dieser Etage? Oder, warte mal, oben bei der Essensverarbeitung. Dass ich so einen Nebenraum vielleicht mache, wo ich einen Butcher noch mit reinsetze. Aber der muss ja abschließbar sein, sonst stinkt es da hinterher raus. Ja. Den setze ich einfach hier zwischen. Einfach einen kleinen Raum nochmal. 1, 2, 3. Bisschen größer mache ich den schon. So vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das dann. 5. Ja. Dann machen wir hier einfach einen Durchgang. Das geht ja schön schnell. Building. Na, Butcher. Alles aus Dolomit heute. Und dann brauchen wir noch unbedingt eine Tür. Planning Mode aus. Haben wir keine Tür, ne? Oder? Ne, haben wir gerade nicht. Da muss ich den Planning Mode doch anmachen. Priorität können wir nicht vergeben, ne? Ne. Das könnte natürlich irgendwann erst der Fall sein. Ich hoffe, das geht jetzt relativ schnell mit dem Herstellen der ganzen Türen. Das Ding direkt gebaut. Ja, dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendwas schlachten können. Live Land Animal, ne. Butcher Dead Animal. Ja, aber das wird er sofort wieder abbrechen. Vermute ich. Haben wir so einen überhaupt? Butchery. Ja, einen haben wir. Tanning, Leatherworking. Okay. Mm-hmm.
Ja, genau, das meine ich. Genau. Jetzt wurde das abgebrochen. Ich will jetzt natürlich nicht von meinen eigenen Tieren schlachten. Zusätzlich noch ein Bunny, Goat, Büffel, Kalb, Fohlen. Ja, wenn ich davon mehr hätte. Einfach mal 10, wenn sich das ergibt. Ich überlege gerade, ob ich eins jagen könnte. Ja, ich habe jetzt noch kein Militär. Da muss ich mich auch gleich unbedingt mal drum kümmern. Na, schrecklich viel läuft hier auch nicht rum. Tue ich mir immer ein bisschen schwer mit. Ja, gut. Dann bleibst du halt hier. Gleich nimmt das bestimmt wieder Oberhand. Die finden das hier so toll. Dann kommen ganz viele Besucher und dann muss ich jemand sagen: So, nee, das wird mir ein bisschen zu viel. Also, solange ihr hier nicht arbeitet, nee. Ich kann euch nicht den ganzen Tag durchfüttern. So schön ihr auch meine Leute unterhaltet in der Taverne. Wenn ich jetzt dreimal mehr Besucher als Zwerge habe, dann geht diese ganze Rechnung einfach nicht auf. Ja, die haben noch irre viel mit den Steinen zu tun, ne? Obwohl, ich habe jetzt ja gerade so viele, ne? Komm, ey, ich lasse dich schleppen. Das Lager ist voll. Ach, Kacke. ich wollte noch ein zweites Steinlager einfach hier vorne sowieso erstellen. Stone. Eingang frei. Von hier. Bis dort. Wheelbarrows 0. Dann darf geschleppt werden. Das mache ich jetzt drüben übrigens auch. 0. Ach ja, genau, was mir gerade einfällt. Ach, falsche Taste. Genau, bei der Lagereinstellung war das. Da Reserved Barrels und Reserved Bins. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man hier das nicht auf Null lässt, damit zum Beispiel ein paar leere Fässer nochmal übrig bleiben fürs Brauen. Oder halt für Samen oder so. Ich lasse das jetzt mal beides auf 5 zum Beispiel. So. Das ist ja so als globale Einstellung zu verstehen und nicht nur für ein bestimmtes Lager. Oh, die haben alle Durst. Ach, shit. Ich habe das Brauen total vergessen. Genau. Brew Drink vom Plant. Ja, keine Ahnung. Davon kann man ja kaum genug haben. Ich mache jetzt einfach mal, keine Ahnung. 30 Stück. Mit einer Condition. P. Wenn, genau, die Seeds, die brauche ich nicht, die kann ich wieder rausschmeißen. Wenn es weniger sind als 40 oder so. 50? 50. Komm, machen wir 50.
Genau, dann soll der auf jeden Fall loslegen. Meinetwegen auch täglich gecheckt, ja. Das hat schon eine hohe Priorität. So, das war das Brew Drink from Plant und Brew Drink from Fruit. Machen wir genau das Gleiche. Machen wir jetzt auch. Was habe ich genommen? 30? 30, ne? 30, ja. Und die Condition machen wir 40, 50. Ja, 50. Aber less than 50. So. Mal kurz hier. Ja, genau. Okay. Dann kann eigentlich direkt losgelegt werden. Bevor die mir hier alle dehydrieren. Das ist ja unspaßig. Ach. Das hier habe ich beim anderen Lager ja auch noch eingestellt. Dass doch bitte die Metallerze nicht abtransportiert werden sollen. So. Ich sehe nämlich schon wieder, dass die ersten da reinkommen. Ja, den ganzen anderen Kram da reinpacken. Eine Water Source. Eis. Ach, scheiße. Shit. Ich habe mich noch nicht um Wasser gekümmert. Das ist jetzt alles ein bisschen spät. Das ist nicht gut. Ich habe nicht darauf geachtet, dass es war schon wieder Winter haben, dass die Temperaturen so fies sind. Okay, hoffentlich wird das nicht zu einem Problem. So, hier wollte ich eigentlich nur mal kurz gucken. Raw Fish, ja. Kitchen. Genau, und hier sollte sich jetzt jemand ums Brauen kümmern. Ach, genau, und die Kücheneinstellung. Da. Also. Pickleberries, ja, gut. Plumpelmets haben wir hier gerade eh noch nicht. Die sind hoffentlich, nee, die sind noch nicht weg, ne? Ach, sie hat zumindest schon mal gebraut, das ist gut. Was haben wir hier drin? Das ist alles nur Fisch, ne? Spice Barrel. Plant Barrel, Fish Barrel, Fish Barrel. Was ist das denn? Nichts drin. Ja, jetzt müssten wir eigentlich auch sehen, dass fast die ganze Bevölkerung durstig ist. Wo haben wir Health? Zack, ja. Kaum jemand, der es nicht ist. Ja, das habe ich etwas verpennt, muss ich sagen. Jetzt steht er auch hier: Winter is upon you. Sonst ist es immer so: der Winter ist halt da und dann wird es irgendwann kalt. Und bis dahin habe ich halt Wasser. Jetzt sind die Temperaturen hier scheinbar ein bisschen anders. Und jetzt habe ich das Problem. Alles gefroren. Ja. Müssen wir jetzt mit klarkommen, ne? Da sehe ich doch schon mal, das ist doch ein Plump-Helmet hier. Ne? Wird mir nicht angezeigt. Da. Hier vorne ist er doch irgendwo drin gelandet, ne? Da.
Bin ich jetzt blind? Hemplans? Nein, hat er sich das schon geschnappt? Ach nee, das ist. Da, Plumpelmitz. Ja, ich wusste es. So, jetzt erstmal verboten, dass es gekocht wird. Sonst habe ich gleich noch ein größeres Problem. Dann kann ich noch nicht mal mehr welche anbauen. Ja, draußen irgendwas zu ernten lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht im Winter, vermute ich. Ich versuche es trotzdem mal. Ach, guck mal, da sind noch ein paar markiert. Die müssen eh noch abgearbeitet werden. Gut. Dann ist das sinnfrei. Ich könnte ein paar Steine nochmal loswerden. Fällt mir gerade so ein, indem ich hier vielleicht eine kleine Mauer errichte. Am besten hier rum. Den lassen wir außerhalb. Hier haben wir unseren Eingang. Ich würde das wahrscheinlich einfach hier am Baum entlang ziehen. Hier einmal so rum. Das sehe ich gleich natürlich nicht mehr. Oberhalb von diesem Baum fängt das an. Quasi zwei drüber und einen nach links. Zwei drüber und einen nach links. Ja, das müsste so passen. So, und alles aus Dolomit, damit das Zeug wegkommt. Gleich bis hier. Und dann nach rechts. Eingang würde ich, glaube ich, mache ich den unten? Ich kill, glaube ich, einen da. Ach, kann ich den da? Ich weiß gar nicht, ob ich den da einzeln rauswerfen kann. Das muss ich gleich nochmal schauen. Weil unten ist natürlich das Wasser und wenn die immer oben rausgehen müssen, ist das natürlich vom Weg her ein bisschen bescheuert. So. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir einen vielleicht wieder rauswerfen. Vielleicht hier etwa. Oder? Nee, oder hier. Nicht. Eigentlich will ich ja nicht, dass sie da durch... Ach, ist ja eigentlich egal, man sieht das ja nicht. Dann laufen die halt übers Feld. Ja, ich nehme den hier einfach raus. X. So. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine Tür. Na gut, das geht jetzt natürlich noch nicht, solange die Wand noch nicht steht. Dann lassen wir die erstmal machen. Ich denke mal, die laufen jetzt sowieso los und holen alle Steine. Ach nein. Die Gems, die kommen natürlich auch hier hin. Okay, rausschmeißen. So.
kommen die ersten Steine. Na, ja, kommen noch ein paar. Eine Petition. Ja. Zu ganz langsam. Okay, hier unten wird brav angebaut, das ist schon mal gut. Ich check mal kurz die Durstlage. Ja, guck mal. Eine Art Hunger. Aber alle anderen sind wieder undurstig. Das ist gut. Zack. Da wurde doch auch was geerntet, habe ich gerade gesehen. Steht hier eh nicht drin, ne? Dimple Cups. Das war mein einziger Dimple Cup, ne? Stand da nicht da drin? Nö. Wo habe ich denn die Dimple Cups? Okay. Jetzt habe ich ja sowieso keine Samen mehr. Also hat es jetzt eh erledigt. Was hätten wir denn sonst noch? Ich wollte ja nicht nur Plump Helmets anbauen. Sweet Pots. Da kann ich sie nicht anbauen im Herbst. Caveweed. Pigtails. Machen wir da Plump Helmets, ist egal. Man gibt sich Mühe. Ach, jetzt guck mal, jetzt gehen mir die ganzen Leute hier auf die Nerven, dass sie dann bei mir ganz gerne bleiben wollen. Ich frage mich immer noch, ob das so einen guten Effekt darauf hat, wenn man so extrem viele Leute davon hat. Ich meine, gut, schön und gut, die werden halt ein bisschen unterhalten in der Taverne. Aber bringt das was, ob man jetzt 5 oder 50 von den Leuten da hat? Keine Ahnung. Fällt gerade was auf. Da, Urist, Rigot, Rigot, Katten, Rig, boah, wie auch immer. Den muss ich gerade mal suchen, weil der scheint nicht mehr hier drin zu sein. Nicht, dass der irgendwie ein Problemchen hat. Wo ist er? Hm.
Okay. Nein, da muss ich nochmal reingucken. Ist gerade vertan. Wo ist denn der? Na gut, da kann ich nicht suchen. Ist der weg? Ist der, hat er sich irgendwie irgendwo aufgehangen oder so? Oder? Geschrieben. Urist. Oh, went insane. Has gone berserk. Ja. Shit. Ja, dann hat das wohl ein bisschen zu lange gedauert. Also, ja. Ja. Da hätte ein tolles Artefakt entstehen können, aber... Nö. Has been struck down, ich sehe schon. Dann war der das doch. Meine ich doch. Jo. Okay, da haben wir ein bisschen Blut von dem armen Kollegen und nicht nur das, das sind ein paar Zähne von ihm und oh, auch sein Kopf und die restliche Leiche, ja, dem geht es hier wahrscheinlich auch nicht so ganz gut. Unconscious, exhausted. Okay, gut, vielleicht gehen wir den noch ein bisschen. Ich gucke es mir trotzdem nochmal hier an. Oh ja. Needs recovery, okay. Needs Quatsch. Ah. Ja, dem geht es scheinbar echt nicht so richtig gut. Questions, I cannot stand. Oh je. Left ankle, left shoulder broken. Ja, ich glaube schon fast, das überlebt er nicht. Was haben wir hier denn noch? Okay, tired und exhausted. Ja, gut, ein Krankenhaus habe ich noch nicht, einen Doktor wahrscheinlich auch noch nicht. Da müsste ich gleich nochmal nachgucken. Das sieht momentan nicht so richtig doll aus. Was ich auch noch brauche, ist ein Friedhof. Wo ich gerade schon so dabei bin. Tja. Macht das die Stimmung kaputt, wenn direkt neben der Taverne hinter ein Friedhof ist? Ich mache das lieber in die andere Richtung hier. Okay. Muss ja erstmal kein großer sein. Aber ich mache das trotzdem etwas fernab von der restlichen Zivilisation. Irgendwie sowas. Dann können wir auch schon mal einen Auftrag geben. Ein paar Särge. Ich dachte mal 20 Stück oder so. Dass wir schon mal ein bisschen was aufstellen können. Und jetzt haben wir hier hinter Geister rumfliegen. Krankenhaus.
haben wir denn Krücken? Stocks. Crutches 3. Okay, immerhin. Dann machen wir doch mal hier oben irgendwo auch ein Krankenhaus hin. Nee, vielleicht wird das hier nochmal so eine Schlaf-Area. Ich setze das vielleicht... Ach. Direkt neben dem Friedhof. Ist das lustig oder ist das lustig? Mal bis hier irgendwie. Nö. Geht's nicht so gut. Aber hier lichtet sich langsam, ne? Also die Steine werden schon deutlich weniger. Da liegen noch ein paar rum, aber die müssen in 5 Minuten alle weg sein. Ja. Okay. Ne, mit dem Wasser gibt es noch keine großen Probleme. Da müssen wir natürlich mal gucken, wie es gleich dem Vieh halt draußen geht. Die trinken halt kein Bier. Ach, was ich hier noch machen wollte, ne? Sind die schon alle gesetzt hier, die Betten? Ja, ne? Genau. Ich wollte die noch umwandeln. In ein Schlafzimmer. Ja. Da. Ja, das ist okay. So. So, dann machen wir hier unten weiter. Makro sei Dank geht das relativ zügig dann. So. Okay, dann können wir jetzt mal Särge aufstellen. Planning Mode. So, das sieht doch erstmal schön aus, oder? Muss ich nur gleich mal drauf achten, sobald der erste Sarg dann da ist, dass ich auch den aktiviere, dass er fürs Begräbnis genutzt werden kann, denn sonst bringt das ja alles nichts. Ja, es geht langsam voran, ne? Hier sind jetzt ein paar Sitze da, ein paar Tische, aber noch nicht so richtig toll. Was ich noch machen wollte, war genau hier oben noch Chests aufzustellen. So, warten wir die Container, genau. Die stelle ich jetzt mal. Obwohl, oben haben wir sowieso noch so viel Platz.
sieht es nicht so gedrängt aus. Dann packen wir die hier oben hin. So, dann hätten wir schon mal vier Stück dort. Ich glaube, die müssten auch relativ schnell da landen. Was stand da gerade? Achso, ja. Genau, Details, Goblets, Instruments, ja, okay. Ach, jetzt muss ich noch nachgucken. Ob 10 reichen? Ja, Hauptsache, da sind schon mal 10. Ach du Scheiße, ja. Miasma vom Feinsten. Die sollen die Leiche da wegschaffen. Was ist mit dem Coffin? Hier ist der fertig. Einer ist fertig, scheinbar. Ja. Sieht manchmal aus, als wäre das nur ein Platzhalter, aber ist es nicht. Ja, doch. Ach, der ist doch noch unterwegs. Aber er ist unterwegs, zumindest. Suspended, inactive. Na komm, muss nur gleich mal jemand hinbringen. Die sind wahrscheinlich alle mit den Steinen beschäftigt. Und hier stinkt es vor sich hin. Was ein Scheiß. Ja. Soll ich einfach eine Tür reinmachen? Apropos Türen. Ich könnte wahrscheinlich noch ein paar gebrauchen. Wo haben wir es? Doors da. 10 Stück. Okay. Noch ein paar da sind. Dann setzen wir noch hier einfach welche rein. Oben auch. Dann wird es nicht so laut zu den Schlafzimmern hin. Furniture Hauling, ja. Seh zu, dass das mal jemand macht, Mensch. Oh mein Gott, ey.
Jetzt hätte ich theoretisch auch Bones zur Verfügung. Die sollen zwar nicht genutzt werden eigentlich, aber wäre eine Möglichkeit. Ach, das Krankenhaus, ne? Ja. Das Hospital, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Bettentische, Traction Benches, Boxes, Specs, okay. Okay, Betten kriege ich ja noch hin, Tables auch. Hier so ein paar hin. Ja, die Traction Benches, die sind da unten, aber die muss ich natürlich erst herstellen, ne? Ja. Das muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr, wer das herstellt. Kann ich die hier herstellen? Nee. Also Mechaniker ist das wahrscheinlich, ne? Setze ich den hier mit rein? Könnte ich eigentlich machen. Ach ja, ich wollte sowieso noch ein Baujahr hier unten einsetzen. Mechanic. So, wo ich schon mal dabei bin, eine Ashery. Oder na, mache ich die da unten? Könnte ich eigentlich. Ach, ich habe kein Holz mehr, ne? Das sehe ich jetzt ja gerade erst. Shit. Ich brauche ja sowieso Blocks dafür. Und da kann ich mal Steinblocks vielleicht kurz herstellen. Und mal schnell draußen um Holz kümmern. Oh, Schnee. Schnee. Etwas weiter weg von der Festung. Das sollte erstmal reichen. Oh, was haben wir da denn für ein Viech? Ein Kuger. Es könnte schön gejagt werden. Ich muss mal Pfeile herstellen, ne? Fällt mir so ein. Beziehungsweise Bolt. Erstmal 20. Und die sollen wir vielleicht mal wiederholt herstellen,
wenn nicht weniger als, ich weiß nicht, Bolz kann man hinterher immer wieder gut gebrauchen, wenn ich weniger als 50 habe, würde ich sagen. Obwohl, das sind ja ganze Packs aus 25er Paket oder 15er oder sowas. Doch, egal, ich mache 50. So, weniger als 50. So. Sonst ist da nichts mit Jagen. Ja, irgendjemand muss sich nochmal herablassen, diese Bäume zu fällen. In nächster Zeit. Oh, Ranger ist dehydrated. Ja, dehydriert. Tja. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Wasser. Das ist schlecht. Aber der wurde zumindest abtransportiert. Machen wir da. Ich glaube, im Krankenhaus kriegen die nur Wasser, oder? Kriegen die auch Bier oder so? Kümmert sich da jemand drum? Ach, hier unten, ja, sehe ich gerade. Ja. Nee, toll, Quatsch. Nicht Tomp. Use for Burial. Da. So, dann sollte zumindest der eine schon mal dahin gebracht werden. Aber was machen wir mit ihm? Wäre ja nicht schlecht, wenn sich jemand drum kümmern könnte. Eigentlich sollen die sich ja alle drum kümmern, aber irgendwie interessiert das niemanden. Mal so ein Arzt, den haben wir jetzt eigentlich auch nicht. Chief Medical. Egal, wir bräuchten mal einen, der irgendwie alles macht. Legendary Miner. Das ist ja alles Quatsch. Also super gut. Das ist hier sowieso keiner. Crossbowman ist vielleicht auch doof. Grower. Musician. Ja. Ja. Der kann sich auch anderweitig betätigen. Komm hier. Ja, den mal. Ah, Nerds sind die sowieso alle. Ja. Den könnte man. Ja, aber auch vom Schleppen zum Beispiel ausnehmen. Dass er sich dann mehr darum kümmert. Um die Patienten. Wobei, ja, weiß ich nicht. Waterhauling, das könnte man ja vielleicht nochmal machen. Wäre zumindest logisch für mich. Ja. Aber jetzt ist der. Ach, hier ist das. Warte mal, sind die denn überhaupt noch nicht fertig? Doch. Die sind fertig. Und warum wird er neben das Bett gelegt? Es pennt er neben dem Bett. Hervorragend. So,
So, gibt es mittlerweile mal Holz? Ja, so ein bisschen. Was sagt die Tischherstellung? Table, jo. Geht schleppend voran. Ich bräuchte mal jemanden zweiten, der sich drum kümmert. Er schleppt ja hier die ganze Zeit nur, ne? Ja gut, jetzt macht er mal wieder was. Rockblocks. Okay, den letzten. Ich könnte trotzdem einen zweiten gebrauchen, wenn ich noch keinen habe. Ne, hier Mason. Ist er da? Genau. Nehmen wir mal hier so einen, ja, einen Miner dazu. Vielleicht nicht den Legendary. Das ist der, ne? Ne, das ist der nicht. Das ist der nicht. Singer, ja, komm, ey. den nehmen wir mal mit dazu. Hier so den einen oder anderen Engraver könnte ich mal gebrauchen, damit ich das alles noch mal ein bisschen hübsch machen kann. Ja, no water source. Ja. Naja, oh, so ein bisschen Holz kommt da noch. Tja, die Metallverarbeitung, setze ich die jetzt auch hier hin? Ich glaube ja, dann habe ich es besser im Blick. Erst einmal zumindest. Dann setze ich sie einfach drüber hin. So, dann hätte ich jetzt vielleicht rechts wieder ein Lager, links die Herstellung. Da muss ich aber ein bisschen mehr Platz lassen. Ich werde wahrscheinlich dann das Holz noch da reinpacken, um Kohle herzustellen, um Asche herzustellen. Ich muss die Metallbars und so, die muss ich auch noch irgendwo hinlegen. Auch diese, ja, die Kohle selbst. Ja, gut, die müsste ich oben im Grunde auch lagern. Nein, die Asche natürlich. Damit ich da auch noch ein bisschen düngen kann auf den Feldern. Aber den Rest würde ich hier unten wahrscheinlich lagern. Aber die Metallerze, die kommen jetzt erstmal nach rechts. Und die Verarbeitung würde dann links stattfinden. Da muss ich mal gucken, ob ich eine vernünftige Supply Chain dahin bekomme. Oh, jetzt ist er tot. Oh, shit. Okay. Da wird er gerade ins Grab gebracht. Ja, und tschüss. Tja, schade. War schön mit dir. Schade. Aber ich bin für solche Fälle noch nicht ausgestattet gewesen. Tut mir leid.
So, ich werde jetzt bei den anderen Minern auch mal einstellen, dass sie nicht gleich wieder anfangen zu schleppen. So. Es geht bis hier. Ja, doch bis hier. Zack. Dann geht das insgesamt vielleicht ein bisschen schneller mit dem Ausheben der ganzen Räume. Dann sollen sich andere drum kümmern. Ja gut, die Steinlager sind eh voll. Da passiert es momentan nicht viel. Ich würde wahrscheinlich gleich sogar nochmal ein weiteres machen. Irgendwie vielleicht ein bisschen weiter weg. Wo der ganze restliche Kram hinkommt. Hier sieht es relativ sauber schon aus. Hier ist nicht mehr so schrecklich viel. Was ist eigentlich mit meiner Mag-Bestellung? 3 von 25. Na, wo sind die denn alle? Goblets. Was ist mit meinem Bookkeeper? Arbeitet der nicht oder was? Ach so, ach scheiße. Ja, der braucht immer noch sein Office. Vercheckt. Das war jetzt eben ja noch gar nicht fertig. Bookkeeper, ja. So, und auch hier der Bookkeeper. So, dann besetzt er hoffentlich gleich sein Büro und fängt an zu worken. Dass ich gleich mal meine ganzen Bestände vernünftig sehen kann. Das ist ja so, ist das ja kein Zustand. Ja, okay. Goblets nochmal schauen. Ja. Da ist auch noch ein Fragezeichen dran. Da ist er. War aber nicht lange da. Ein toter Hamster, yay. Ich brauche noch eine Dumping Zone. Packe ich das mal irgendwie nach draußen? Ja, irgendwo. Keine Ahnung. Irgendwie an der Seite oder so. So eine kleine Ecke. So, Garbage Dump. Gucken, vielleicht haben die ja was und entsorgen schon mal ein paar Klamotten, um da aufzuräumen. Ach, was ist eigentlich hier unten mit? Warum bauen die das denn nicht? Was blockiert? Ach, suspended. Steht bestimmt was im Weg. Gibt es auch keine Tür. Ah, der nächste. Wo bist denn du? Wieder einer besessen. Okay. Gucken wir, ob wir dem Netz nachkommen können.
Wo geht er hin? Craft Dwarfs Workshop. Okay. Dann wird das jetzt Teil 2 wahrscheinlich. Ja, ich muss besorgt, dass ich schon. Holz. Holz haben wir. Holz haben wir. Leather Skin Tree Life. Ja. Ich muss doch irgendwas batschern. Leder, ey. Jetzt, ich krieg doch jetzt nicht so schnell eine Lederverarbeitung noch irgendwie an Haken. Warum ist das heute so ausgefallen? Ja. Wenn dieser Kuga hier erlegt werden würde. Ah, meine paar Tierchen hier. Nee, und so viel habe ich hier nicht. Das mache ich nicht. Aber hier ist auch nichts, ne? Nix ist hier, nichts. Mehr passiert. Jo, abwarten. Wahrscheinlich wird das wieder nichts. Jetzt kann ich das Lager hier zumindest schon mal hinsetzen. Stone. Aber nur Metallerze, genau, dann kommen die hier weg. Nö, das auch nicht und das auch nicht. So, nur Metall. Da müssen wir jetzt diese Metallverarbeitung auf der anderen Seite auch irgendwo ans Laufen kriegen. So, Metal Smith Forge. Setze ich die alle hier vorne hin? Ja, ich glaube, ich fange auch hier wieder unten an der Ecke an. Genau. Auch Dolomit. Oder was haben wir hier? Micro, klein, das ist wahrscheinlich das blaue Zeug. Ashery kommt hier noch hin. Ich baue das mal näher zusammen. Falls es eng wird. Marble Blocks. Ja. Outfits, ja. So, dann bräuchte ich hier noch da Furnaces. Wood Furnace. Aber erstmal ein Smelter vielleicht.
Ich hoffe, dass die an. Ach, egal. Ich lasse ihn jetzt hier. So, Wood Furnace. Ja. Dann müsste ich jetzt hier das eine oder andere Lager noch hinbauen. So. Gleich mache ich ein Custom Lager. Normalerweise trenne ich die ganzen Sachen immer. Zwischen den Bars. Ja, ich glaube, ich mache das auch wieder. Bar Block war, genau. B. So, der geht bis hier. Ich lasse mal einen kleinen Durchweg. Fange ich hier an, bis hier hinten. So, das wären jetzt Metallbarren. Genau, keine Kohle. Die kommt extra. Kein Stone Clay Block. Überhaupt keine Blocks. Nur Metallbarren. So. Dann ist das nächste. Tatsächlich Kohle. Irgendwie Sonnenfeld. Nicht zu groß. So, dann wollen wir die wieder rauswerfen. Hier haben wir Kohle drin. Potash, nein. Potash und Ash lassen wir. Wir machen nur die Kohle. Beziehungsweise Charcoal. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, war die hier einzeln? Da müsste ich gleich nochmal gucken. Finish kurz. Wahrscheinlich auch nicht darunter haben. Ich glaube, dass es richtig ist. Müssen wir gleich mal gucken. Jetzt muss ich nochmal schauen. Oh, hier. Nee. Mittel. Nee, ich werde die anderen einfach erstmal rausnehmen. So. Coal, okay. Das Erz haben wir auf der rechten Seite. Links entstehen hier die Barren. Hier soll die Kohle hin. Wir brauchen dann natürlich noch Holz. Kleines Holzlager. Das wird relativ schnell weggehen, das Zeug. Machen wir vielleicht mal bis hier. Genau. Und dann kann in die Mitte noch. Wo hatten wir es drunter unter B, ne? Die Asche. Ash und Potash, ja. So, dann kommt das alles weg. Furnace Soap. Machen wir erstmal so. Okay. Den Rest machen wir erstmal über den Manager.
So, erstmal. Beziehungsweise, Charcoal. Vielleicht 30 Stück. Und zwar, wenn die Kohle weniger ist als, ja, weiß ich nicht, 20. 20, ja. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, welche Erze hier ankommen, welche dann geschmolzen werden müssen. So, make potash from ash müssen wir nochmal einrichten, glaube ich. From ash, genau. Das heißt, Asche müssen wir auch noch machen. Potash müssen wir auch schon ein paar da haben. Wir haben oben 2, 4 mal 4, also 16, 32 Felder, die gedüngt werden müssen. Viermal im Jahr. Ja, wenn so 40 Stück da wären, wäre es vielleicht nicht schlecht. Ja, weniger als 10. Nee. Weniger als 20, dass dann halt wieder 40 hergestellt werden. Dann haben wir es so im Schnitt irgendwie bei 40. Ja. Okay. Ashery. Ja. Dass man das alles aufgebaut wird. Da vorne sehe ich zumindest schon mal Metall. Da. Limonite. So. Smelt Limonite. Oh. Egal. Das kann immer gemacht werden. Zeit. Solange mir nicht irgendwie das ganze Holz halt weggeht, ohne Ende, oder ich zu viel von dem Zeug habe, sollen die erstmal machen. Ach, Wheelbarrow habe ich hier eingestellt, ne? Jo. 0. Hier nicht. So, dann kommen vielleicht gleich mal ein paar mehr und bringen ein bisschen mehr Metall hier vorbei, also Metallerz. Ah, guck mal, da kommen sie schon. Da kommen sie doch schon, sehr gut. Sehr gut. Das gleiche, was haben wir denn da unten noch? Magnetit, aber nur ein bisher. Ein Elven Caravan, okay. Gut. Ja, der ist ja voll bepackt mit tollen Sachen. Ein Riesenwagen. Fällt mir ein, wir brauchen noch einen Broker. Ja, eine
natürlich keiner irgendwas kann. Dann nehmen wir, keine Ahnung, ich nehme ja immer gerne einen Gem-Cutter. Irgendwie sind die manchmal bei mir über. Trader Made Trade, ja. Vielleicht mal zwei, drei Sachen verkaufen. Komm, wir wollen mal ein paar Max verkaufen. Die sind nicht aus Holz. Die wiegen bestimmt einiges, ne? Ich guck mal gleich. Wooden Bolts am besten nicht. Egal, ich bringe erstmal nur diese paar Sachen dahin. Und lass den mal hier traden. Damit er auch aufsteigt. Ach, hier oben, guck mal, da fehlt noch was. Sehe ich gerade. S und nochmal S. So. So. Kommen ein paar Max. So, waren sie das? So, jetzt müsste nur noch unser Broker, unser neuer Ernannter vorbeikommen. Na, warum dann nicht? Wo ist er? Wie hieß er? Dumat. Store Item in Stockpile. Super. Dann wollen wir mal verfolgen. Hier liegt der ganze Shit. Die ganze Max war. Okay, da ist er. Trade. Bisher sehen wir natürlich noch nicht, was das alles kostet. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas. So. Und nehmen irgendwas, was könnte denn billig sein? Hm. Maple Lacquer, keine Ahnung, was das ist. Ja, hat der Seeds vielleicht? Nö. Bananen. Wir nehmen eine Banane einfach nur. Nur damit wir mal gehandelt haben. So. Okay. Ne, das lassen wir. Okay, das war so. Gut, gehen wir jetzt mal raus. Gucken uns das nochmal an. Wir haben aber trotzdem, warum auch immer, keinen Wert da dran stehen. Ach, haben wir schon jemand anders jetzt? Ne, warte mal, noch jemand anders, der das kann. Wie ist er, du meinst? Ja.
Da. Judge of Intent und Appraiser. Okay. Das ist jetzt natürlich die spannende Frage, warum da trotzdem kein Wert steht. Appraiser. Ah, okay. Der muss wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden. Okay. Ja, stimmt. Das hatte ich ja irgendwo mal sogar zum Besten gegeben, dass der ja erst Stufe, weiß nicht, 1 oder 2 oder sowas sein muss, damit er diese Werte sieht. Die Frage, was kostet hier nix oder wenig? Komm hier, dann nehmen wir hier Haselnüsse und Walnüsse und so ein Kram. Wahrscheinlich verschenke ich hier noch einiges, aber ich kann es einfach nicht abschätzen. Kokosnüsse. Ich dachte gleich so, nö, das ist jetzt ganz schön teuer, was du da willst. Okay. Ja, dachte ich mir schon. Aber ich habe ja Max genug und auch Steine. Das hat noch nicht gereicht. Preferences, ne? Nee, Preference natürlich nicht. Dwarf Details. Appraiser. Das habe ich auf der anderen Seite noch. Das wäre der hier, aber der bringt mir jetzt gerade nichts. Mal die dann drunter. Die Needs waren es nicht. Emotionen auch nicht. Preferences sind ja hier drunter. Das ist auch nicht. Das wurde verschoben, das war mal hier mit drunter unter den Dwarf Details. Das wurde aber bei der neuen Version rausgenommen. Information haben wir nur ihn hier. Ich will das Level doch wissen. So, alle Level. Die
Needs sind auch schon mal ganz nett, mal generell hier zu haben, aber die helfen mir jetzt auch nicht weiter. Egal, dann mache ich das halt hier drüber. Da steht sie ganz oben. Hier steht er natürlich nicht. Ja. Aber nur die Rollen. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Gucke ich nochmal durch. Customizations kann es ja nicht sein. Grid Views auch Quatsch. Skill Legend hatte ich auch gerade. Information ist nur das Pop-Up-Fenster. Sonst war es immer in Draw Details und Preferences. Das ist ein bisschen eng gerade. Komm, nehmen wir mal hier die Needs wieder raus. Nee. Jetzt haben wir diese schönen, schönen Balkendiagramme immer gehabt. Die hatte ich jetzt gerade gesucht. Ja, aber sonst lassen wir denen noch ein paar Werte, also Sachen, von denen ich denke, dass sie wertvoll sind, vielleicht mal tauschen. Aber sonst hatten wir doch immer den allerersten Trade, den du machst. Dann wirst du zum Appraiser und bist direkt auf Stufe 2 oder irgendwie sowas. Warum ist das hier nicht passiert? Aber wir haben so viele Max, ne? Eigentlich sollten ja ein paar davon in der Taverne landen. Aber das ist noch nicht passiert. Die können sie eh nicht tragen. Ups, ein übersprungen. Nehmen wir die doch erstmal. So. Jetzt gehen sie alle raus. Ja, da beeilen sie sich. Das könnte es gewesen sein. Ich mache, glaube ich, jetzt noch nicht alle, sondern ich lasse mir einfach so ein paar noch übrig. Ich verschenke hier so viel Zeug. Spare, Sword. Ach, gucken wir mal, ob wir hier vorne ein paar kriegen. Wait, ja, das haut hin. Beziehungsweise X. Haben sie nicht, ne. Breastplate, ja gut, bevor man gar nichts hat. Arrows, ne, Arrows nicht Bolts, warte mal, Bolts haben die bestimmt auch, ne?
Na. Schade. Litschis, Papayas. Gucken, vielleicht kriege ich die alle. Sind wahrscheinlich alle nicht so super teuer. Gazellen. Enten. Ich weiß, ich versuche das erstmal so. So, hat aber trotzdem noch nicht gereicht. Tja. Da. 213 von 500. 213 von 500. Okay. Check ich das mal. Woodbucket. Eine Bucket kann ich bestimmt noch mal gebrauchen. Vielleicht auch ein Barrel. Ein Schild, ja. Eine Figur, ja, okay. Die will ich wahrscheinlich nicht kriegen für die Max. Ich versuch's einfach mal, aber was soll er schon sagen? Okay, das nimmt er nicht. Gut, dann nehme ich die wieder raus. Okay, so. Ich habe gesagt, 213 waren es, ne? 213. Immer noch 213. Was ist das denn? Ah. Das müsste ich mal nachgucken, wie ich das noch mal ein bisschen pushen kann. Das funktioniert auch sonst. Egal.
Das sieht auch so durcheinander aus. Alle anderen Gänge sind, ja, bis auf das jetzt hier, ist so einigermaßen frei. Dann hau ich hier oben nochmal so ein... Oh, ich hau hier nochmal eins hinter, genau, so ein Steinlager, damit der Kram wegkommt. Ich muss einfach noch viel mehr verarbeiten, damit die wegkommen. So. Ich vergrößere den Raum jetzt einfach mal. Schauen wir mal bis hier. Petition. Ja, komm, dann bleib sie halt hier. So. Nachwuchs. Yeah, es ist ein Mädchen geworden. Oh, Freude. Tin Syrup. Details. Goblets, dieser Erd. 10, ja, guck mal, 10 sind drin, aber ich erhöhe das Ding mal, ne? Da machen wir jetzt mal wirklich, ich weiß nicht, 40 raus. Ja. Dann sollte er gleich mal ein bisschen mehr drin landen. Also, wenn jetzt noch was übrig ist, versteht sich. Die blauen Tische sind eigentlich ganz hübsch, also theoretisch hätte ich auch nur die da hinsetzen können. Ach Quatsch, falsch rum. Ja doch, da sind noch Max da. Ja, die eine oder andere kommt daher. Ja, guck mal, ist das auch schon mal fertig? Ja, gut. Beim Ausheben des Steinlagers fallen Steine an. Ja, so ist das. Hm. Noch mehr Steine. Es ist ja noch Platz dazwischen. So, jetzt mache ich es gleich richtig. Jetzt kommen die Metallerze wieder weg. So viel haben wir davon ja nicht. Ah ja, und Wheelbarrows auf 0. Weil lasse ich... doch, ich hab ja 5 Stück. Komm, ich lasse die mal mit 5 Stück schleppen. Ich brauche wieder Holz, ne? Ja, Holz habe ich nicht so viel. Was spielt denn jetzt hier? So. Ach so, Migranten kommen wieder an. So, muss er wieder entlassen. Ja, wo sind sie? Da kommen sie. Ja.
Die bringen ja einiges mit. Oha. Oha. Oh, jetzt wird's voll. Oh, krass. Oh, noch mehr. Was ist denn los, ey? Ach ja, und die Tiere. Die kann ich natürlich wieder nach draußen setzen. In die Zone hier. Die grasenden Tiere. Das waren sie. Ah ja. Guck mal, den hatte ich auch schon wieder vergessen. Der nächste, der ja, durchgedreht ist. Oh, da gibt es schon das nächste Blutbad. Jo, ich glaube, das war es auch schon. Tja. Jo, wenn er sich nicht benimmt, ne? Der hätte ja auch irgendwas anderes fertigen können, ne? Wir haben Stein genug da, wir haben Holz genug da. Und einige andere nette Sachen. Naja, gut. Jetzt ist der Craft Dwarfs Workshop zumindest wieder frei. Vielleicht macht ja gleich einer auch nochmal da ein bisschen sauber. So, dass wir noch ein paar Gräber mehr hier fertig machen zum Befüllen. So. Ja, man hat das schon weggebracht. Hm, toll. Noch was geklaut hier. Das eine Fell läuft ja, das andere irgendwie nicht so. Query Bushes. Die sind wahrscheinlich aber auch noch, die sind wahrscheinlich alle noch nicht so richtig erfahren gewesen. Oder die wurden einfach weggekocht. Okay, machen wir, ja, die Plumpelmets ist okay. Ja, zumindest fließt das Wasser hier wieder. Da muss ich mir jetzt noch ein Lager auf jeden Fall errichten. Das mache ich aber jetzt noch nicht. Das ist so ein To-Do für sich. Da sitze ich bestimmt noch mal eine Stunde dran. So ein unterirdisches Wasserlager. Nee, das mache ich jetzt noch nicht. Das hätte jetzt auch noch ein bisschen Zeit, die nächsten 6 Monate oder so. Oh, liegen Instrumente rum? Ups. Ja. Ja. Sieht so ein bisschen so aus. Okay, da kann ein bisschen was, glaube ich, in den Müll. Das sind die ganz kaputten Sachen. Jetzt kümmert sich ja jemand gleich um die anderen Sachen, ansonsten schmeiße ich die auch weg. Ach, guck mal, das sieht ja hier schon mal gar nicht schlecht aus. Da kommen schon mal die ersten Dinger. Ach, ich brauche noch hier den, genau, der Schmied. Was haben wir jetzt hier?
Das ist alles Eisen. Iron Battle Axe. Davon könnten wir doch schon mal ein paar herstellen. Machen wir vielleicht schon mal 10 Stück. Breastplate wäre für mich so eins der nächsten Sachen. Und ein Helm. Die anderen Sachen, die kommen gleich auch nochmal. So, dann sind schon mal ein paar Sachen in der Pipeline, dass der Metallschmied schon mal ein bisschen was zu tun hat. Das fühlt sich hier auch. Ach, die sind aber gut dabei, ne? Mit der Schubkarre die Steine zu holen und abzutransportieren. Das geht doch jetzt relativ zügig. Ach, die kommen hier mit den Tischen ja kaum hinterher. Hier kommt jetzt mal der dritte Tisch. Wann habe ich die gebaut? Vor einer Stunde in Auftrag gegeben, ja. Dauert alles ein bisschen. Alter, das sind so viele Steine. Ich habe schon mal größere Lager gehabt. Also, weiß nicht, mehr als doppelt so viel wie diese beiden hier zusammen. Und gefühlt ging da nie irgendwas raus. Ich muss einfach mehr exportieren im Grunde. Das kommt alles noch. Ich will jetzt erstmal aufgeräumt wissen. Aber hier Holz fehlt, ne? Holz geht gar nicht. Da müssen wir ein bisschen mehr hinlegen. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal einiges. Da wird gleich ordentlich abtransportiert. Da kommen sicherlich eine Menge Zwerge zusammen. Ach, sind das so kleine Mini-Bäume, ne? Ah, okay, da hinten, das war ein bisschen größer. Ach, guck mal, da kommen sie alle. Da kommen sie. Ach guck mal, die verteilen das aber auch gleich schön, ne? Hier oben kommt auch schon mal was hin, sehr gut. Aber ich kann noch ein paar mehr Bäume dazu packen. Hier drunter vielleicht nicht, aber hier vielleicht. Muss das Lager eigentlich erstmal voll sein. Ja, die sind mit dem Transport jetzt gerade beschäftigt, ne? Und schneiden erstmal nicht, obwohl, ach, guck mal, schon fast alles weg. Zwei Stückchen noch sehe ich gerade hier. Da kann jetzt ja. Ach, guck mal, genau. Da geht's weiter.
Also hier fällt jetzt schön das Wasser rein, genau. Und abtransportieren. Ja, das ist jetzt eine schöne, ordentliche Menge. Die Bolz, ja. Ach stimmt, die konnten ja gerade die ganze Zeit nicht hergestellt werden, aber wo sind die jetzt gelandet? Bolz, Checking. Checking, sagt er. Noch gar nicht angefangen worden. Das ist natürlich super. Ketten. Make wooden bolts. Ach. Ist ernsthaft? Der macht die höchstpersönlich. Ah, der Manager macht die höchstpersönlich. Ach so. Das habe ich jetzt gerade einen Auftrag gegeben. Na toll. Ja, ist natürlich super. Er macht selber die Bolzen, kümmert sich aber nicht darum, Bolzen in Auftrag zu geben, die er selbst herzustellen hat. Das ist natürlich super. So nach dem Motto, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Muss man jetzt hin? Item in Stockpile, ja. Wir wollen den mal verfolgen. Ja. Ja, dann holt jetzt auch ein bisschen Holz, okay. Den sollte ich ausnehmen, glaube ich. Vom Schleppen. Den nehme ich aus vom Schleppen. Vielleicht kümmert er sich ja jetzt ja darum. Ja, jetzt schleppt er noch mal ein paar Steine rum. Sollte aber wohl hoffentlich der letzte sein. Sleep. Ah, toll. Super. Danke. Einfach mal seinem Manager-Job nachgehen würde. Oh,
The Guild of Spray. The Fishery Worker Guild has been established. Ah, wir haben die erste Gilde scheinbar. Okay, ist noch eine Frage der Zeit, bis die halt ihre Gildenhalle haben wollen. Ja, und irgendwie ein Tempel oder sowas muss ich auch nochmal bauen. Aber ich denke, das spare ich mir für das nächste Mal auf. Wir sind jetzt auch bei, ja, über 3,5 Stunden jetzt schon. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal an dieser Stelle einen kleinen Cut und würde dann in einem Folgevideo erstmal hier vielleicht an der Stelle weitermachen mit dem weiteren Aufbau der Festung. Ja, jetzt ist es erstmal die Frage, das ist jetzt an mein allererstes Mal gewesen, dass ich überhaupt so ein Let's Play gemacht habe. Ja, wie habt ihr es gefunden? War es euch viel zu langweilig? Also ich habe selber halt den Eindruck, dass es, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu langatmig ist, war. Ich habe tatsächlich selber halt eben noch nicht so viele Let's Plays gesehen, deswegen kann ich das noch nicht so richtig bewerten, wie viel Action da jetzt genau normalerweise drin sein sollte oder vielleicht auch nicht ist. Ne? Mit Militär habe ich mich zum Beispiel jetzt noch gar nicht befasst. Zwei, drei Sachen hatten jetzt noch nicht so geklappt, die müsste ich mir tatsächlich noch mal genauer ansehen. Mit dem Appraiser, das ist auf jeden Fall noch mal ein Thema, das wird noch mal bei mir hochkommen. Aber trotzdem jetzt noch mal an euch die Frage, soll ich bei diesem Format bleiben, das halt zwischendurch einzuschieben, zwischen den ganzen Tutorials? Geht das aus eurer Sicht gar nicht? Bin ich euch viel zu langweilig? Sagt es einfach frei raus, mir ist das total wurscht. Ich gehe gerne auf Vorschläge von euch ein. Das ist jetzt ja auch einer, dem ich mal gerecht werden wollte. Ich weiß nicht, ob ich der Typ für Stream bin. Ich habe das zwar schon mal in der Vergangenheit, vor ein paar Jahren, jetzt als das mit Corona und so weiter losging, habe ich damit schon mal angefangen, so ein paar Streams zu machen. Allerdings ging es da eher in Richtung 3D-Design oder Foto-Video-Bearbeitung, solche Geschichten halt. Ne? Aber in Richtung Spielen habe ich bisher halt noch gar nichts gemacht. Ne? Und ja, deswegen wäre es eigentlich mal für mich ganz interessant, so als Rückmeldung, als Feedback, wie scheiße war's? So nach dem Motto. Also, ja, genau, sagt einfach frei raus. Ich wäre auch bereit, halt eben das Format so weiter fortzuführen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es, weiß nicht, hin und wieder wird es sicherlich auch mal ein bisschen spannend werden, aber Dwarf Fortress ist halt letztendlich auch ein Spiel. Das ist halt auch ein bisschen langatmiger, ne? Wenn ich normalerweise da dran sitze und setze mich dann abends nach der Arbeit oder am Wochenende oder so, setze ich mich dann da hin und spiele eine Runde, dann vergehen auch mal 8 Stunden, 10 Stunden oder sowas, ne? Dann bin ich auch durch irgendwann. Oder sehr hungrig auf jeden Fall, aber vielleicht eine kleine Pause mal dazwischen. Gut, die habe ich jetzt nicht gemacht. Bei uns sind es jetzt auch ja, sind es 22 Uhr, das reicht mir jetzt für heute, zumindest innerhalb der Woche auch. Aber ja, das ist halt langatmig, es entsteht alles mit der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Festungsaufbau über, ich weiß nicht, schon 3, 4, 5 Folgen oder sowas in dieser Länge auch mal durchaus sein könnten. Also wenn man jetzt nicht vorher von irgendwie einer Horde Goblins oder sonst was irgendwie platt gemacht wird, das kann natürlich auch sein. Ja, aber das, also bei mir dauert es zumindest, ne? Ich bin jetzt niemand, der das halt besonders schnell und extrem effizient, also zeiteffizient letztendlich aufbaut, sondern ich genieße das auch so ein Stückchen, dass das halt so Stück für Stück entsteht. Ich gewöhne mich an die Situation, manche Sachen gefallen mir, manche nicht, die werden dann später vielleicht wieder geändert. Ja, und das war jetzt so der erste Versuch und ich, ja, würde mich freuen, wenn ich eine Rückmeldung kriegen würde per Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ganz gerne ein Like unterm Video. Da sage ich nie zu nein. Ebenfalls für ein Abo, wenn ihr das total toll fandet. Ja, gebt mir eine Rückmeldung. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Sei es ein Let's Play oder ja, wieder ein Tutorial.
Irgendwann werde ich wahrscheinlich darauf übergehen, vielleicht tatsächlich sogar das ein oder andere Spiel nochmal mit aufzunehmen. Also es wäre jetzt hier so eine inoffizielle Ankündigung, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich denke halt so ein bisschen über zum Beispiel RimWorld mal nach, was halt eben in eine ähnliche Richtung wie Dwarf Fortress gehen würde. Aber auch jetzt dank der Discord-Gruppe, vielen Dank Leute übrigens für die richtig geile Diskussion die letzte Zeit und Anregung. Ich habe tatsächlich mit Cataclysm Dark Days Ahead angefangen und ich finde es geil und ich bin tatsächlich ziemlich süchtig da momentan. Also ich habe ein paar Spiele angefangen, also die ersten gingen gar nicht, wo ich teilweise nur 10 Minuten überlebt habe oder so, aber ich habe jetzt eins, das läuft halt schon ein bisschen länger. Ich bin immer noch krass am Lernen, einfach generell dieses ganze, die ganze Steuerung und so und aber es ist mega interessant und es macht Fun und man kann sich da richtig reinfühlen in den Charakter. Auch wenn viele sagen, das ist noch komplizierter als Dwarf Fortress, würde ich nicht unbedingt sagen. Kommt auf den Aspekt an. Es ist umfangreich, aber es ist, fasziniert mich einfach. Und vielleicht kommt das tatsächlich halt auch mal in irgendeinem Video vor, in einem Let's Play Video, was ich dann machen würde. Vielleicht auch ein Tutorial, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ist nur so eine fixe Idee von mir jetzt erstmal. Dwarf Fortress geht es natürlich weiter. Wie gesagt, ich habe es 5-mal, glaube ich, gesagt. Gebt mir eine Rückmeldung, wie ihr es fand. Ich bin jetzt raus für heute und ich wünsche euch was. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder diskutieren ein bisschen im Discord. Bis dann!